Konzert um Viertel nach sieben, öffnet die Ohren, öffnet das Herz. Mit blumigen Grüßen von hüben nach drüben, mit bunten Melodien und munterem Scherz. Blasius Fröhlich bringt heute wieder für jeden etwas, was keinem gefällt. Für Onkel Karl und Tante Frieda, zuerst Kurioses aus der Opernwelt. Zur goldenen Hochzeit grüßt Herr P. seine Frau in alter Liebe, die auch heute noch glänzt. Er wünscht für sie die Arie, verschwinde, Albtraum, aus der Oper das Nachtgespinst. Frau Elli M. in Leiden wird gegrüßt von ihrem lieben Sohn aus Freudenstadt mit Mutter, Mutter, bitte noch dies eine Mal aus Ödipus der Nimmersatt. Aus dem Oratorium der Flügelstürmer wünscht Fräulein G. aus Frechen sich: Geliebter, deck doch nicht immer bloß den Raum, denke doch auch mal an mich. Sein Skihaserl grüßt Herr Hüttenschreck, diese bezaubernde kleine Frau, mit: Hast du schon eine feste Bindung? Aus der Oper die Pistensau. Wunschkonzert um Viertel nach sieben, öffnet die Ohren, öffnet das Herz. Mit blumigen Grüßen von hüben nach drüben, mit bunten Melodien und munterem Scherz. Blasius Fröhlich, der schwere Nöter, der Mann mit dem sämigen Organ, dieser unermüdliche Stimmungstöter, der kündigt nun frische Folklore an. Ein begeisterter Jäger feiert heute seinen 90. Geburtstag. Es ist Herr Z. Für ihn wünscht seine Frau das Lied »Der Hirsch oder ich, einer verlässt das Bett«. 100 Jahre dagegen wird Landstreicher Kuhn. Für ihn erklingt nun das Lied »Hei, der Wodka schmeckt auch ohne Zähne«, das Ivan Gidumarov singt. 150 Jahre sogar wird Herr Ömi aus dem Oberland. Für ihn spielen wir nun »Mein Lieb, sollst mir heuer die Knödel in die Schnabeltasse tun«. 136 Jahre wird Herr Kuhnibert Schöffe beim jüngsten Gericht. Alle freuen sich, dass er schon so lange tot ist. Einen Musikwunsch hat er nicht. Wunschkonzert um Viertel nach sieben, öffnet die Ohren, öffnet das Herz. Mit blumigen Grüßen von hüben nach drüben, mit bunten Melodien und munterem Scherz. Blasius Fröhlich scheut kein Thema, er macht alle glücklich und froh und bringt nun für alle Arbeitnehmer Heiteres aus Hochofen und Büro. Eintritt in das Rentenalter grüßen Herrn M. alle Kollegen. Für ihn spielen wir hier die Lohntütensonate für singende Säge und dröhnendes Hammerklavier. Gleichzeitig grüßen ihn auch die Herren von der Rentenversicherung mit dem Lied »Du kannst nicht ewig bei uns weinen« aus »Opa war auch mal jung«. Bürogehilfe K. wird gegrüßt von der Kellnerin aus seinem Stammcafé mit »Ärmelschoner lügen nicht« aus dem Musical »Sesselpuper Ade«. Herr Direktor A. grüßt eine Straßenbekanntschaft, offenbar ein steiler Zahn, mit »Wie flüchtig sind der liebe Stunden« aus Don Carlos auf der Reeperbahn. Wunschkonzert um Viertel nach sieben, schöner kann Rundfunk doch gar nicht sein. Schon Dr. Sauerbier hat geschrieben, lieber offene Ohren als ein offenes Bein. Blasius Fröhlich sagt nun allen, Ade nun ihr Lieben, die Zeit wird knapp. Hat's euch heute wieder nicht gefallen, schaltet das nächste Mal zeitig ab.